Sie sind Chronist und Arzt und haben geschrieben über Justinian II. Rhinot Mythos. Ja. Der ohne Nase. Ja, wurde ihm abgeschnitten später. Zunächst einmal ist er einer von drei Brüdern. Der Kaiser heißt Konstantin, sein Vater. Ja, und er lässt zwei von seinen Söhnen ihm die Nase abschneiden, auf diese Weise. Damit kann man kein Kaiser sein. Damit waren sie ausgeschlossen von der Thronfolge. Und Justinian der Zweite, der sich nach Justinian dem Ersten, dem großen Kaiser, der sozusagen die Gesetze gesammelt hat. Der folgt und herrscht. Und jetzt ist er Herrscher, aber er ist irgendwie, gilt als tückisch, als jemand, der Versprechen macht und nicht einhält? Ja, er ist machtbegierig, er beutet die Leute aus, er saugt die Leute aus. Auf der anderen Seite... Sagt man. Ja, auf der anderen Seite verdanken wir ihm auch die Hagia Sophia und andere... Die hat er restauriert? Restauriert und ja. In der Form, die wir... Die war ziemlich zerstört, also die wäre eine Ruine geworden. Ja, nein, also ich meine... Und so wie sie heute ist, ist von ihm. Ja. Eines Tages gibt es eine Verschwörung in Konstantinopel. Es gibt eine Art Palastrevolution. Zirkus. Das kann man eigentlich nicht sagen, sondern der Volk im Zirkus, aufgewiegelt durch die Grafen. Als Metapher Palastrevolution, er wird entmachtet. Er wird im Zirkus verhaftet. Und es wird ihm, ich musste das dann in seinem Auftrag übernehmen, denn er hatte Angst davor, dass er verletzt und verstümmelt würde oder eine Infektion sich zuzieht. Er musste sozusagen seine Nase opfern. Damit er gekennzeichnet ist als jemand, der nicht Kaiser sein kann. Nicht mehr Kaiser sein kann. Das ist besser, als zu sterben, ist die Nase zu verlieren, ja. Verbannt zu werden. Richtig. Wobei die verbannten Hausarrest war, wenn Sie so wollen, nicht? Ja, die Verbannung war immerhin bei Sevastopol, also auf der Krim. Auf der Krim, Nicht? Und er entweicht dort. Heiratet eine Chasaren-Prinzessin. Was sind Chasaren? Chasaren ist ein Stamm, der dort unten lebte. Nicht jüdisch war, aber an die Bibel sich identifizierte. Richtig. Und mit Hilfe dieser Truppen des Khans, die Chasaren hatten einen Khan als Oberhaupt, eroberte er im Handstreich Konstantinopel, das geht relativ... Durch eine nur ihm bekannte Abwasserröhre kommt er in die Stadt um Mitternacht und am nächsten Morgen ist sie besetzt von ihm, seinen Slawen, den Chasaren, den Bulgaren vor allen Dingen. Ja, und die Folge ist jetzt ein noch größeres Schreckensregime. Jetzt übt er sozusagen Rache für eine Massenhinrichtung. Sagt man in den Chroniken, dass Sie da nicht gegen schreiben. Nein, es stimmt doch, tatsächlich. Das meiste stimmt doch gar nicht. Doch, es stimmt das meiste. Es wurden relativ viele Leute hingerichtet. Das ist eigentlich auch ganz natürlich bei einer Machtübernahme. Nein, wenn er hinterher 711, nochmal abgesetzt und getötet wird, dann kommt rückwirkend eine Chronik zustande, in der behauptet wird, was er alles an Massakern begangen haben soll. Ja, bloß bei dieser Rückeroberung mit den Chasaren zusammen hat es tatsächlich ein halbes Blutbad gegeben. Es waren wirklich Massenhinrichtungen. Das geht auch gar nicht anders. Jetzt war aber bewiesen, dass auch ein Mensch, der die Nase verloren hat, Kaiser werden kann. Er beweist das, indem er das zweite Mal Kaiser wird. Da kommt der Ausdruck, sich eine goldene Nase machen. Er ließ sich eine goldene Nase an die Stelle der Fehlenden setzen. Ja. Und es ist auch nicht sehr schön. Das menschliche Antlitz mit einer abgeschnittenen Nase ist nicht schön. Eine goldene wäre wie ein Schmuckstück. Ja. Haben Sie auch wieder aufgesetzt, also ihn angepasst. Ja, die besten Kunstschmiede haben daran gearbeitet. Sie durfte ja auch nicht so schwer sein, sie durfte ja auch nicht massiv sein, sondern musste eine Darf leichte... Darf ich ausfallen, wie befestigen Sie so eine Nase im lebenden Fleisch? Wenn die aus leichtem Goldblech gemacht wird, kann man die wie Piercing an die Hautlappen, die noch vorhanden sind... Die Knorpel? Nicht die Knorpel, sind ja in der Mitte, sondern es geht um die äußere Form, vor allem. Ja. Ich meine, eine Scheidewand
brauchen sie nicht wieder herzustellen. Nein. Das würde eh nichts funktionieren. Hotze kommt da auch nicht mehr raus. Doch. Doch. Ja. Natürlich. Ja. Die kam auch aus der halb abgeschnittenen Nase raus. Ah ja. Das ist ja sieht nicht so ungünstig aus. Nicht? Sieht sehr ungünstig aus. Ja. Deswegen, also es wurde eine Goldblechnase aufgesetzt und die wurde mit kleinen Ringelchen im Fleisch verankert. Das tut auch nicht weh, solange man nicht dran zupft. Das ist ja eigentlich ein zäher Wille, der in diesem Menschen steckt. Nietzsche hat ihn als eine Vorstufe des Übermenschen bezeichnet. Nämlich eine Konzentration der Willenskraft, ja, aufs Überleben. Die hat er zweifellos gehabt, ja. Denn unter solchen unwahrscheinlichen Bedingungen wiederzukehren, ein Vorurteil, Kaiser ohne Nase ist unmöglich, ja. Byzanz, ja, zu widerlegen. Ja. Ja. Durch so eine einzelne Kanalröhre eine ganze Stadt erobern. Das ist ja viel. Die Schazan-Prinzessin immer bei ihm. Ja. Auch Kinder. Die werden alle gemordet, als er auch dann hingeht. Als er nachher bei dem zweiten Aufstand, der diesmal haben sie ihn dann zur Sicherheit nicht mehr die Nase abgeschnitten, da war er nichts mehr abzuschneiden, sondern gleich den ganzen Kopf, ja. Da wurde auch sein sechsjähriger Sohn hingerichtet. Wie kommt das jetzt, dass so ein Mann, der so viel Willenskraft besitzt, so viel Überlebensfähigkeit, so viel Drall, wenn Sie so wollen, ja, ja. Wie ein Geschoss, ein Mensch wie ein Geschoss, ja, ja. Warum ist er so wenig lernfähig? Er lernt ja offenkundig nicht, dass ihn am meisten Schaden dadurch erwächst, dass er sozusagen zu viel Bevölkerung hin und her treibt und zu viel hinrichtet und Verträge nicht einhält. Ja, ja, bloß solange es funktioniert hat, ist das mit der Lernfähigkeit nicht weit her. Nicht? Es geht immer, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das heißt, er ist doch kein Krug. Er macht zum Beispiel den Fehler, dass er einen Vertrag mit dem Kalifen über Zypern trifft. Beide herrschen. Jeder kriegt die Hälfte des Steueraufkommens und die Hälfte der Bevölkerung. Jetzt transportiert er aber aus dem Gebiet des Kalifen Bevölkerungsteile ab. Das ist nicht das in den Balkan ein. Die Schwierigkeiten, die mit dem Kalifen bekam, war ganz andere. Er ließ die Münzen, die für beide Bevölkerungsteile galten, mit dem Christusbild prägen. Und das war natürlich unerträglich für den Kalifen. Und deswegen verlor er jetzt ganz Zypern. Richtig. Als Chronist gefragt. Sie würden also sagen, dass das Gute evolutiv mehr Kinder kriegt, überlebend. Also ich will nicht sagen das Gute, sondern das Vertrags- und Konsensfähige. Das Verträgliche. Ja, das ist auf jeden Fall leichter, hat mehr Zukunft. Während das Raptive, die Raublust, ja. Der Raubmensch. Ja, ja. Setzt immer eine Demütigung voraus und damit auch Rache, also Revanche. Und es gibt immer wieder keinen Frieden sozusagen. Ein solcher Kaiser ist ja ein Autokrator. Er ist eine mächtige Person, der eigentlich zunächst alles darf. Ja, ja natürlich darf er. Parlament hat er nicht. Nein. Senat auch nicht. Nein. Zu dem Zeitpunkt nicht nein, mehr. Nein, gab es nicht. Aber der Zirkus. Wieder, das ist das Volk. Ja, der Autokrat, das sagte das schon das Wort, ist ja derjenige, der aus sich heraus, aus Autos, Kratein herrscht. Ja. Aber da kommt Romaion, ja. Der Römer. Und die Römer sitzen zu Vergnügungszwecken als blaue und grüne Partei, also ja. Nach Wettbewerbsparteien ja, geordnet, ja, in diesem Zirkus, lassen sich unterhalten. Ja. Und wenn sie ihr Unwille sich stapelt, ja, dann setzen sie den Kaiser ab. Richtig. Ja. Und da, wie gesagt, es ist zwar gesetzlos, ihn abzusetzen, ja. Da nützt das, auch nichts, hilft wie ein Leibwache oder so etwas. Er hilft gar nichts. Überrannt, gar nichts. Gar nichts. Wenn der Zirkus tobt, ja. Nicht? Ja, also von den Raubtieren, den Pferderennen und dem Spielen sich wegwendet, auf den Kaiser die Energie richtet, dann hält nichts stand. Richtig. Und wie gesagt, dem hat er sich einmal ausgesetzt und beim zweiten Mal war es tödlich. Ja. Beim ersten Mal wurde, wie gesagt, er noch ein bisschen nach Tradition verfahren durch das Abschneiden der Nase. Beim zweiten Mal hat man das gar nicht mehr riskiert und hat gesagt, ehe der nochmal wiederkommt, schneiden wir ihm lieber den Kopf ab. Und wenn man die Füße abgeschnitten hätte, damit er nicht wieder zurücklaufen kann, wieder zurückkommen kann? Ein Kaiser herrscht nicht mit den Füßen. Ja, die Füße werden geküsst. Ja. Er herrscht mit dem Kopf. Ja.
Nur der, und den hätte man eben auch notfalls auf einer Tragbare wieder zurücktragen können ins Herrscheramt. Ja. Den Kopf. Ja. Richtig, aber die Technik war noch nicht so weit, dass dieser Kopf leben konnte. Oder die Füße? Die Füße alleine bringen gar nichts. Nein, also solange die Füße laufen können, das wäre kein Satz. Ja. Nein, nein, nein. Ja. Da muss schon was dran sein an den Füßen. Die Herrschergestalt, ja? Ja. Die ist ja einerseits eine Kopie des Leibes Christi. Das ist ein Gesalbter, der Kaiser. Ja. Insofern ist es immer heikel, also für Sie auch als Arzt und Chronist, ja, damit umzugehen, wenn dem so diese Nase entfernt wird, die Füße abgeschnitten werden oder der Kopf abgeschnitten wird. Ja. Das gut, ja, ich meine, die Leiden Christi haben ja auch Ähnliches vorausgesetzt. Ich meine, eine Dornkrone auf den Kopf gepresst zu bekommen, ist ja auch eine Verletzung, ja? Ja, aber für die Verletzer unter Umständen, die schmachten nicht nur in der Hölle, sondern eigentlich muss man jeden, der den heiligen Leib des Kaisers verletzt, ja, anschließend umbringen, aus der Welt schaffen, weil es eigentlich keiner darf. Das wäre das. Ja, ja, das ist bloß so, der heilige Leib des Kaisers verliert seine Heiligkeit in dem Moment, wo er nicht mehr Kaiser ist. Das heißt, in dem Moment, wo die Nase abgeschnitten wird, verliert er auch die Heiligkeit. Aber im zweiten, als er dann umgebracht wurde dann von den Zirkusbewohnern dort, ja, nicht, da gibt es doch diesen Moment, ja, wo man ihn entkleidet, ja, ja. Also das Herrschaft in Sigilien. Demütigt, ja. In Demütigt und so weiter. Und danach ist er kein Kaiser, dann kann man ihn töten. Ja. Noch eine Frage, was am Kaiser, also Sie sagten sein Kopf, ja. Ja, das heilige Herz, das gibt es nicht beim byzantinischen Kaiser. Nein. Und der Hauch, der Atem des Kaisers? Das Pneuma. Ja. Eigentlich wird der Kaiser nur dadurch wirklich vernichtet, nicht indem man ihn umbringt, sondern indem man einen neuen an die Stelle setzt. Ja, weil damit, sagen wir, die Figur des Kaisers ist nicht personengebunden. Die Hände Justinians II. Blieben übrig, die sind in der Hagia Sophia verwahrt. Richtig. Ja, warum hat man das gemacht? Wie gesagt, er hatte ja auch seine Vorteile und hatte ja auch was Kreatives gemacht. Dafür ist ja die Hände auch ein Symbol. Ja, dass hat man die Hände. Davor keine Angst, dass diese Hände noch einmal zum Wirken kommen? Die Hände allein sind kreativ, aber können nicht herrschen. Die können sich nicht bewegen, von der Stelle bewegen. Die sind dann einmal als Reliquie dort deponiert. Sowieso, keine Reliquie kann sich bewegen. Das tun die auch meistens nicht. Aber hätten sie doch wohin tragen können? Sie haben mich gefragt, warum die Hände dort deponiert worden ist. Ich sage ja, das ist der Ausdruck der Kreativität, sind Hände. Und die hat man dort in Respekt für die Leistung, gerade für die Hagia Sophia, dort als Reliquie aufbewahrt.